Unter Wissenschaft kann man zwei Dinge verstehen. Zuerst einmal die gesammelte wissenschaftliche Erkenntnis. Diese hat durchaus den Anspruch, objektiv zu sein. Das bedeutet, Wissen soll unabhängig sein von den subjektiven Meinungen der Menschen, die es erzeugt haben. Und es soll rational sein, es soll mit nachvollziehbaren, rationalen Methoden erzeugt worden sein. Der Ort, an dem es geschieht, ist das Zweite, was man unter Wissenschaft versteht. Nämlich der Wissenschaftsbetrieb, also die Menschen, Geräte, Institutionen, die wissenschaftlich arbeiten. Wissenschaft ist ein gesellschaftliches Unternehmen, geführt und durchgeführt von Menschen, wie etwa auch Politik oder Wirtschaft. Was Sie von dort kennen, gibt es auch in der Wissenschaft. Das Menschliche und Allzumenschliche, der eine macht man mehr und arbeitet gerne mit ihnen zusammen, mit anderen will man lieber nichts zu tun haben. Persönliche Ambitionen bestimmen oft den Weg. Es gibt den ständigen Druck, Geld aufzutreiben für die Löhne und für die eigene Forschung. Oder auch die strengen formalen und auch informellen Regeln für Publikationen und wie die wissenschaftlichen Institutionen funktionieren. Das alles ist, wie überall, wo Menschen agieren, selten rational und objektiv. So gibt es beispielsweise auch immer wieder Fälle von wissenschaftlichem Fehlverhalten, was von Nachlässigkeit bis zu absichtlichen Fälschungen führen kann. Jetzt kann man zu Recht die Frage stellen, wie kann aus diesem menschlichen Getümmel rationales und objektives wissenschaftliches Wissen entstehen? Die Wissenschaft, also der wissenschaftliche Betrieb, ist bei aller Irrationalität und Subjektivität ein sehr offener Prozess. Das bedeutet, wissenschaftliche Resultate sind allen Beteiligten zugänglich und werden entsprechend immer wieder überprüft. Sie werden ständig mit neuen Erkenntnissen in Verbindung gebracht und entsprechend bestätigt oder verworfen. Was immer wieder bestätigt wird, verfestigt sich und gilt mit der Zeit als allgemein akzeptiertes, objektives Wissen. Aber auch das kann natürlich Jahre oder Jahrzehnte später wieder über den Haufen geworfen werden. Mit anderen Worten, der Faktor Zeit ist ein wichtiger Korrektor der Forschungsleistungen. Rationales und objektives Wissen, das ist in der Wissenschaft ein Fernziel, das nicht immer erreicht wird. Unseren gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnissen müssen wir ebenso wie dem real existierenden wissenschaftlichen Betrieb immer mit der notwendigen Skepsis begegnen.